Also mein Name ist Hartmut Paulsen. Ich wohne seit 1980 in Kriewitz, bin verheiratet, habe 3 Kinder und bin jetzt Rentner mit 67, war vorher in der Verwaltung tätig, hier vor Ort, also im Amt Kriewitz, auch für Soziales lange Jahre verantwortlich. Zum Kriewitzer Krankenhaus. Das Kriewitzer Krankenhaus, das steht für Kriewitz. Also Kriewitz ohne Krankenhaus kann man sich nicht vorstellen. Nicht nur für den Bürger der Region, der vor allen Dingen die Notfallhilfe auch in Anspruch nimmt, sondern auch für das soziale Umfeld. Das heißt, auch das Krankenhaus ist eine soziale Begegnungsstätte. Und natürlich auch Arbeitgeber für die Ärzte, für die Krankenschwester. Ja, also ich kann mir ein Krankenhaus in Kriewitz ohne Krankenhaus nicht vorstellen. Der Betreiber allerdings, der muss auch Herzblut haben für sein Krankenhaus. Und wenn er das eben nicht hat und wir jetzt die Situation haben, dass eine Rekommunalisierung geschafft wurde, ist das sehr fantastisch. Also ich persönlich war letztes Jahr im Krankenhaus, hab mein Knie machen lassen. Ich bin fasziniert von dem Krankenhaus Kriewitz, vor allem auch von der Beratung, auch wenn ich mal zur Notaufnahme war. Natürlich ist jetzt der Wegfall der Geburtenstation und der Gynäkologie eine sehr einschneidende Maßnahme. Es wäre natürlich schön, wenn diese Abteilung, die auch vor allen Dingen für junge Familien, für Mütter Mittelpunkt in ihrem Lebensumfeld ist, wieder eingeordnet werden kann. Und ich hoffe, dass das Kriewitzer Krankenhaus in den nächsten Jahren wieder in Ruhe arbeiten kann. Denn es ist ganz bedeutend für ein Krankenhaus, ist meine Auffassung, dass man in Ruhe für den Patienten da ist und damit der Patient oder der Bürger weiß, ich kann in das Krankenhaus Kriewitz gehen. Es ist ja schön und gut, wenn wir große Häuser haben, auch spezialisierte Häuser. Aber wir brauchen auch kleine Häuser im Ort, die auch für die Notfallversorgung, aber auch für spezielle Sachen da sind. So, und ich denke nur, ich möchte mit dem Krankenhaus Kriewitz hier alt werden.